Risiken und Ungewissheiten begleiten uns überall im Leben. Jeder von uns hat sich schon häufig in ein Risiko gebracht und ich kann euch sagen, auch an der Börse gibt es Risiken, die uns alle betreffen. Doch wenn man schon vorab weiß, welche Risiken uns erwarten, kannst du als smarter Anleger deine Geldanlage darauf abstimmen. Welche Risiken das jetzt sind und wie wir sie als Chance nutzen können, das erfährst du in diesem Video. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance, denn wie du weißt, Finance is easy. Heute möchte ich mit euch über das Thema Risiken bei der Geldanlage sprechen und wie man sie vielleicht schon vermeiden kann. Denn Risiken, ich weiß, bei dem Wort alleine kommen mir auch die Alarmglocken und ich denke mir schon, oh Gott, ein Risiko muss ja jetzt nicht auch noch sein. Und das Ganze hat auch wirklich einen triftigen Grund, denn hinter dem Begriff Risiko verbirgt sich einfach das Eintreten eines unerwünschten und ungünstigen Ereignisses. Beispielsweise Unfälle, aber auch Krankheiten können dies sein. Aber auch, um jetzt auf das Thema Börse zurückzukommen, einfach Kapitalverluste an der Börse. Und problematisch ist das Ganze einfach, weil sie für uns Menschen mit Emotionen in Verbindung stehen. Bei dem einen können sie zum Beispiel Angst auslösen oder Verzweiflung und dann natürlich zu Gefahren in der Geldanlage irgendwie führen. Bei dem anderen kann es aber sein, dass es eine Art Herausforderung darstellt, der man dann gewillt ist, sich so gut es geht zu stellen. Du hast jetzt also erkannt, dass das Thema Risiko für den einen oder anderen eine ganz andere Verbindung hat und deswegen auch unabhängig sind von der eigenen Lebenssituation. Diese Risiken zu erkennen, ist dafür für uns smarte Investoren einfach unabdingbar. Denn Unvorhersehbarkeiten in der Zukunft können einfach negative Auswirkungen haben und damit Gefahren bei der Geldanlage einfach mit sich bringen, können aber auch, wie ich gerade schon gesagt habe, eine positive Abweichung mit sich bringen und Chancen beinhalten. Weil das ist halt einfach so, ich habe andere Ziele als ihr, ich bin in einer anderen Lebenssituation als ihr und deswegen werde ich einfach ganz anders mit Risiken umgehen, als du es vielleicht tust. Welche Risiken das jetzt aber sind und in welcher Perspektive stehen, das werde ich dir in diesem Video erzählen. Aber gewiss ist einfach, dass man sich darauf vorbereiten muss, gute Entscheidungen treffen muss und die Strategie darauf anpassen muss, um Risiken so gut es geht zu entkommen. Und das ist einfach auch so, dass es an der Börse Risiken gibt, denen wir Wertpapieranlegern uns alle bewusst sein müssen. Denn ich sage mal so, was gibt es Schlimmeres als unerwartete Risiken und davon unerwartet überrascht zu werden? Genau diese Situation, kann ich dir sagen, wird nach Anschauen des Videos nicht mehr passieren, denn dann weißt du wenigstens, welche Risiken es gibt und weißt, welchen Risiken du an der Börse begegnen kannst. Du kannst deswegen, wie gerade schon erwähnt, deine individuellen Vorbereitungen treffen, deine Strategie darauf anpassen, um die Risiken so gut es geht zu vermeiden oder dich wenigstens darauf vorzubereiten. Denn ob Risiken eintreten oder nicht, haben wir einfach alle nicht in der Hand. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Denn genauso wenig hast du in der Hand, wann und wie diese Risiken eintreten. Aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit dem ersten Risiko, welches wir Börsianer uns einfach immer auch vor Augen führen müssen, weil uns dieses Risiko leider in den Weg gelegt wird. Das erste Risiko seht ihr hier und ja, es ist ein immer wieder anwährendes Thema. Das erste Risiko ist das Inflationsrisiko. Genauer das Risiko des Kaufkraftverlusts des angelegten Geldes eben infolge der Geldentwertung. Die Inflation entsteht eben mit Ausweitung der Geldmenge, wie wir es ja momentan auch extrem feststellen müssen, und dann auch mit der Geldumlaufgeschwindigkeit, die im Moment aber durch die Lockdown-Politik noch recht niedrig gehalten wird. Das Preisniveau erhebt sich dann im Umkehrschluss insgesamt, sodass dadurch dann dein Geld schlussendlich entwertet wird. Das Risiko liegt aber nicht nur bei deinem Realwert des vorhandenen Vermögens, sondern auch bei deinem realen Ertrag. Also das, was du dir mit deiner Vermögensanlage eben beispielsweise durch Dividenden erwirtschaftest. Also wird nicht nur das Geld in deinem Portemonnaie weniger durch die Inflation, sondern auch das erwirtschaftete Geld, was du dir durch deine Anlage in verschiedene Assets erwirtschaftet hast, kann dadurch faktisch wertloser werden. Du siehst also dadurch, dass Aktien nicht zwingend inflationssicher sein müssen und dir deswegen keinen umfassenden Schutz bei der Geldanlage bieten können. Jetzt, ich weiß, wird wahrscheinlich bei dir die Frage aufkommen,
Wie werde ich denn jetzt mit diesem Risiko am besten umgehen? Was für Vorbereitungen kann ich treffen, um allgemein das Risiko, so gut es geht, zu vermeiden oder damit ja eben umzugehen? Hierbei ist es für uns Anleger einfach extrem wichtig, bei unserer Kapitalanlage neben dem Verkaufswert, dem Ertragswert einer Aktie, auch immer die Realverzinsung zu beachten, also den Substanzwert der Aktie. Da habe ich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, was das Ganze nochmal schön veranschaulicht, nämlich die Realverzinsung ist die Differenz zwischen der Dividendenrendite, die du einfährst, und der Inflationsrate. Und diese sollte zwingend positiv sein. Denn ihr seht hier sehr, sehr schön bei Hans, dass diese gleich 0 ist. Die kann sogar auch negativ sein. Und damit würdet ihr gar nichts erwirtschaften. Bei Anna hingegen seht ihr, dass die erzielte Rendite minus der Inflationsrate immer noch positiv ist, die Realverzinsung, und sie deswegen erst überhaupt Gewinne machen würde, wenn die Inflation, wie sie einfach eintritt, vorherrscht. Und wichtig ist dabei auch noch, dass das Unternehmen, in das du dann schlussendlich investierst, die höheren Einkaufspreise jetzt ganz besonders bei Rohstoffen durch seine Marktstellung auch an den Endkunden dann schlussendlich weitergeben kann. Oder besser noch, dass du von den Preisanstiegen am Markt, dass er seine Marge ausweitet und du davon auch mit profitierst. Und genau das Inflationsrisiko, also diese Berechnung, solltest du immer mit einfließen lassen in deine Strategie und bei der Risikobetrachtung. Das kannst du ja ganz einfach immer für deine einzelnen Aktien durchrechnen. Und genau das solltest du tun, um diesem Risiko so gut es geht zu entkommen. Und jetzt kommen wir direkt zum zweiten Risiko, welches uns Wertpapierhalter leider betrifft. Wir haben uns jetzt das erste Risiko angeschaut, das Inflationsrisiko, und widmen uns direkt zu dem zweiten Video. Schauen wir uns das direkt an. Es geht nämlich um das Währungsrisiko bzw. das Wechselkursrisiko, was uns einfach als Wertpapieranleger betrifft und was wir einfach uns vor Augen führen müssen. Denn bei Wertpapieren, die einfach in einer fremden Währung gehandelt werden, wie jetzt beispielsweise dem Dollar, spielen die Wechselkurse zwischen den unterschiedlichen Währungen eine wichtige und tragende Rolle, die wir einfach beachten müssen bei unserer Geldanlage. So kann eben ein Risiko entstehen, wenn der Kurs der fremden Währung gegenüber der eigenen Währung sinkt. Wenn nun aber auch der zuvor zugrunde liegende Devisenkurs, der das Verhältnis angibt, in dem zwei Währungen miteinander getauscht werden, wenn der sinkt, so sinkt auch der Wert deines entsprechenden Wertpapieres im Verhältnis zur Währung des Landes. Und da fragst du dich jetzt wahrscheinlich, okay, wieso kommt es zu diesen Schwankungen? Woher kommen diese Schwankungen? Diese Schwankungen kommen einmal wieder von der Inflationsrate des Landes, die spielt auch hier wieder leider eine tragende Rolle. Aber auch die allgemeinwirtschaftliche Situation des Landes ist da eine tragende Kraft. Die Sicherheit der Geldanlagen, Konjunkturentwicklung, das alles ist ausschlaggebend eben für das Land und für die Währung des eigenen Landes. Investierst du also in eine Aktie, die in einem Land ansässig ist und die Wirtschaft dort kommt einfach unter Druck, da passieren irgendwelche Situationen, die du nicht absehen kannst, so kann das Unternehmen, in das du schlussendlich investierst, noch so gut dastehen. Durch die Währungsabwertung wirst du einfach aus hiesiger Sicht mit Verlusten rechnen müssen. Und das will ich dir an dieser Stelle sagen, ist die Aktie oder das Unternehmen, das kann noch so gut sein. Und eben neben diesem negativen Risiko kann ein Fremdwährungsgeschäft, auch wie ihr hier so schön sehen könnt, einen positiven Effekt mit sich ziehen und auf deine Geldanlage haben. Das gesamte Szenario kann sich nämlich auch komplett drehen. Dies würde eben dann vorliegen, wenn die Anlagewährung, eben in die du investierst, im Verhältnis zu deiner Heimatwährung besser performen würde. Somit würdest du dann im Umkehrschluss dein Vermögen oder dein investiertes Vermögen aufgrund des Währungsunterschieds, sage ich jetzt mal, vergrößern können. Und bei der Rendite aus deiner Aktienanlage wirkt sich diese ganze Wechselkursveränderung nicht nur auf deine Kursgewinne auch, sondern auch auf deine ausgeschütteten Dividenden aus. Das Währungsrisiko kommt natürlich auch zu tragen, das will ich an dieser Stelle erwähnen, weil das vielleicht dem einen oder anderen nicht bewusst ist, also vielleicht ist dir das gar nicht bewusst. Das Ganze ist auch so, wenn du in Aktienfonds oder ETFs von US-Unternehmen investierst, die an der deutschen Börse gehandelt wird. Also ob du die an der deutschen Börse kaufst oder verkaufst, ist da relativ egal. Und ich gehe jetzt wahrscheinlich einfach mal davon aus, dass viele von euch eben nicht nur in deutsche Unternehmen investieren, sondern auch in US-Unternehmen und somit dieses Risiko auch häufig euch begegnen wird. Entscheidest du dich jetzt also für ausländische Wertpapiere, solltest du das Währungsrisiko immer im Blick haben. Denn eine mögliche positive Renditeentwicklung kann eben durch ein Währungsrisiko oder durch eine Währungsentwicklung, die eben von dem Land und von der Situation im Land getragen wird, stark verzerrt werden. Und hier kann ich dir noch einen Tipp
an die Hand geben, worauf du dann vielleicht ein bisschen achten solltest, um dein Risiko bestmöglich zu minimieren. Hier könntest du möglicherweise einfach prüfen, ob die Anlage eben in ein Wertpapier in deiner Heimatwährung dann in diesem Gesamtzusammenhang, mit diesem Hintergedanken, dann nicht vielleicht sogar gewinnbringender wäre. Befassen wir uns nun mit dem dritten Risiko, dem Länder- und Transferrisiko. Was versteht man jetzt darunter? Gemeint ist hier einfach, dass ein ausländischer Schuldner seine Zins- und Tilgung trotz Zahlungsfähigkeit, also der Schuldner wäre liquide, er zahlt aber eben diese Zins- und Tilgungsleistung nicht fristgerecht oder vielleicht sogar überhaupt nicht. Und dieses Risiko entsteht dann einfach bei fehlender Transferbereitschaft eben dieses Schuldners. Und in diesem Zusammenhang würde dann bei Eintreten des Länderrisikos als Gefahr eine politische und wirtschaftliche Instabilität einfach folgen. Welche Folgen hat das jetzt für dich als Anleger, fragst du dich? Deine Zahlung aus diesem Devisenmangel oder der Transferbeschränkung ins Ausland zu dir würde dann vielleicht tatsächlich komplett ausbleiben. Und um dieser Gefahr jetzt bestmöglich zu entkommen, um dieses Risiko bestmöglich eben zu vermeiden, solltest du auf jeden Fall immer beachten, mit welchem dich mit dem Heimatland des Unternehmens auseinandersetzen. Insbesondere, wenn es jetzt um Drittländer sich handelt, wo du die Märkte halt noch nicht so richtig nachvollziehen kannst und diese auch noch nicht voll entwickelt sind. Somit solltest du immer darauf achten, dass deine Ausschüttung von Wertpapieren in Fremdwährung nicht nur eine Währung beinhaltet, die durch eben diese zukünftige Devisenbeschränkung dann vielleicht nicht mehr austauschbar ist. Als kleiner Tipp von mir kann ich dir da sagen, wenn du ein Unternehmen entdeckst, bei dessen Land du dir nicht zu 100% sicher bist, wie dieses aufgestellt ist, wie da die Situation ist, rate ich dir einfach, Länderratings hinzuzuziehen. Dort kannst du fundierte Informationen heranziehen, kannst dich über die Länderrisiken besser informieren, das Ganze besser einschätzen und dann deine Entscheidung des Investments eben besser darauf stützen. Und ich denke, du hast jetzt sehen können, dass bei der Auswahl einzelner Aktien und ETFs eben neben den gängigen Kaufentscheidungen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, der Branche, der Dividendenausschüttung oder Auszahlung auch die Wahl der richtigen Aktienart wichtig ist. Und eben auch vielleicht vordergründig nicht erkennbare Faktoren werden, wie die allgemeine Situation in dem Land, musst du einfach bei deiner Aktienauswahl beachten und musst du mit in deine Strategie einfließen lassen, denn auch da verbergen sich viele Risiken, die du eben so gut es geht vermeiden musst. Schauen wir uns nun das vorletzte Risiko an, welches ein Wertpapierhalter betrifft und welches wir auf gar keinen Fall vernachlässigen dürfen. Das vierte Risiko ist hier das Liquiditätsrisiko eben im Handel mit den Wertpapieren. Also generell die Zahlungsfähigkeit oder auch Geldmittelverfügung und die Höhe der flüssigen Mittel im Allgemeinen. Dieses Risiko ist dann auch eng verbunden mit dem Angebot, also dem Briefkurs, und der Nachfrage, also dem Geldkurs im Markt. Eine hohe Liquidität dann auf der einen Seite einer Anlage ermöglicht es uns, immer wieder unsere Wertpapiere zu jeder Zeit zu einem marktgerechten Preis zu veräußern, also zu handeln, aber eben also zu kaufen oder eben auch zu verkaufen. Also merkst du quasi keine spürbaren Kursschwankungen. Im Gegensatz dazu, die Gefahr, also das Risiko an dieser Stelle, wäre dann bei einer Illiquidität. Da würden dann natürlich Schwierigkeiten beim Kauf oder Verkauf von unseren Wertpapieren entstehen, was insbesondere in Krisenzeiten leider der Fall ist, wenn viele Anleger verkaufen wollen. Und genau das haben wir ja im Corona-Crash letztes Jahr gemerkt. Viele Anleger mussten zum Teil weil sie eben Kredite aufnehmen mussten, schnell ihre Position veräußern. Viele Aktien wurden in den Markt geworfen und deswegen sind diese Werte rasant abgestürzt. Und in solchen Fällen kommt es einfach dazu, dass dein Kauf oder auch dein Verkauf deines Wertpapieres nicht sofort oder tatsächlich nur in Teilen möglich ist. Und neben der zuvor erwähnten Folge des Liquiditätsrisikos kann das Ganze halt nicht nur das generelle Risiko beinhalten, sondern auch noch Kosten würden auf uns zukommen beim Kauf oder Verkauf von dem Wertpapier. Messbar kannst du dieses Risiko an zwei Faktoren machen, die du bei der Risikobetrachtung dann auch immer hinzuziehen kannst, um das Risiko bestmöglich zu vermeiden. Und diese sind einmal die Betrachtung der Markttiefe und der Marktbreite. Markttiefe, um das nochmal kurz zu erklären, falls es dir nicht ganz schlüssig ist, was das ist. Markttiefe ist einfach, wenn der Markt viele offene Verkaufsaufträge hat oder Kaufaufträge zu marktüblichen Preisen eben angeboten werden können. Man kann also sagen, es liegt ein gut gefülltes Orderbuch vor. Marktbreite hingegen beschreibt dann die Intensität bzw. die Höhe des täglichen Handelsvolumens. Und je höher diese ist, desto besser ist das Ganze natürlich auch für den Handel. Wie lassen sich diese Faktoren jetzt messen? Wie lässt sich das auf das Liquiditätsrisiko verbinden?
die Marktbreite kannst du dir immer bei üblichen Börsenplattformen abfragen und das solltest du auch zwingend tun und dann auch mit anderen vergleichbaren Aktien aus dem Index oder der Branche das vergleichen. Also du nimmst dir deine Aktie, gehst auf diese Börsenplattform, fragst dort die Marktbreite ab und vergleichst das eben mit Aktien aus dem Index oder aus der Branche und guckst da dann im Verhältnis, wie die Liquidität ist und wie du dann eben mit dem Risiko, also mit dem Liquiditätsrisiko bestmöglich umgehen kannst. Kommen wir nun zum letzten Risiko und ich glaube auch zum unschönsten Thema. Ihr seht es schon hier, das steuerliche Risiko, und ich denke, ihr freut euch jetzt alle wie Bolle, dass es um das Thema Steuern geht. Doch gerade bei der Geldanlage ist es einfach zwingend notwendig, die steuerliche Situation, die Risiken und die Besonderheiten einzelner Anlageformen zu kennen und sich darauf vorzubereiten. Mögliche Risiken können hier einmal das Risiko der Doppelbesteuerung bei Auslandsanlagen sein. Ich werde an dieser Stelle, das will ich jetzt auch mal eben schon mal sagen, nicht auf die generelle Besteuerung von Kapitalerträgen eingehen. Ich weiß und ich denke, ihr wisst es auch, dass da sehr, sehr viele Risiken verankert sind, bei denen auf jeden Fall Vorsicht geboten werden soll und auf die geachtet werden soll. Ich werde da aber nicht näher drauf eingehen. Ich komme jetzt nämlich direkt zurück zum Thema der Doppelbesteuerung bei Auslandsanlagen und wir befassen uns jetzt erst einmal ein wenig damit. Ich denke mal, dass du und auch viele da draußen steuerpflichtige Anleger in Deutschland sind. Ich gehe davon aus, dass es der Großteil ist. Und somit werden eben deine Erträge aus ausländischen Wertpapieren im Ausland versteuert. Die Quellsteuern werden dann, das ist generell immer so, immer in demjenigen Land einbehalten, in dem die Zinseinkünfte auch angefallen sind. Es ist uns Anlegern aber jedoch möglich, diese Quellsteuern zurückzuholen, das sollten wir auch bestmöglich tun. Das Ganze kann man bei den guten Brokern automatisiert machen, die holen dir deine Quellsteuern quasi automatisiert zurück. Da ist aber das Risiko an dieser Stelle, dass das nicht bei jedem Land so ist. Besonders bei der Schweiz, kann ich hier nennen, ist es nicht so einfach, die Quellsteuern zurückzuholen. Da muss man meist Anträge stellen. Das Ganze kann meist mehrere Jahre dauern und sich lang hinziehen, bis man dann die Quellsteuern wirklich zurückgeholt hat. Im Internet findet ihr aber auch gute Seiten, wo das Ganze nochmal im Detail erklärt wird, wo die Problematiken erklärt wird, bei welchem Land es mit den Quellsteuern wie aussieht. Da könnt ihr euch nochmal exakte Informationen holen. Die exakte Höhe dann der Doppelbesteuerung, des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und dem Quellstaat ist immer individuell. Auch da könnt ihr im Internet natürlich gucken, wie das dann bei eurer Aktienanlage in dem jeweiligen Land aussieht. Es besteht jedoch die Gefahr, also das Risiko, dass die Anrechnung einbehaltener Quellsteuern, die eben durch das Doppelbesteuerungsabkommen entstanden sind, nicht vollständig oder gar nicht möglich ist. Aber auch generelle Veränderungen im Steuerrecht eines Landes kann Gefahren mit sich bringen, kann aber auch Chancen mit sich bringen, wodurch ein Risiko eben auch auf unsere Einkommenssituation entstehen würde. So eine Situation können wir Anleger nicht verhindern. Sie liegt auch leider nicht in unserer Hand und ich gehe mal davon aus, dass viele von euch da draußen, und ich würde es wahrscheinlich auch tun, diese Situation sonst verändern würden. Wir sind da jetzt mal ganz ehrlich an dieser Stelle. Was du jedoch tun kannst und was du in deiner Hand hast und was du deswegen auch machen solltest, ist die Risiken zu kennen und, um noch einen Schritt weiter zu sein, sich darauf vorzubereiten, Vorbereitungen zu treffen, Überlegungen zu treffen, deine Strategie darauf anzupassen, auf die steuerlichen Risiken, die ich gerade genannt habe, und dann bist du vielleicht so weit, dass du das Risiko sogar als Chance sehen kannst und damit gewinnbringend umgehen kannst. Du hast jetzt also gesehen, dass uns an der Börse viele Risiken in den Weg gelegt werden, auf die wir als Wertpapierhalter achten müssen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, unsere Strategie darauf abstimmen müssen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr das alles tut, wenn ihr die Risiken schon einmal kennt, eure Strategie darauf abgestimmt hat, dann wird euch das schlimmste Risiko, euer gesamtes Kapital zu verlieren, schon mal vielleicht nicht passieren. Ich sage vielleicht, man weiß es nie. Wie gesagt, das sind unerwünschte Risiken, sind unerwünschte Ereignisse, die man eben nicht in der Hand hat. Aber ihr seid gut darauf vorbereitet, nachdem ihr dieses Video euch angeschaut habt. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr eure Anlagestrategie darauf abgestimmt habt, wie ihr versucht, Risiken zu entkommen, wie ihr vielleicht daraus auch Chancen gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Ich sage wir so besonders, weil vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber ich bin Nathalie und nicht Isabel. Ich habe mir gedacht, ich warte mal bis zum Ende und guck mal, wem es da draußen auffällt, ob der eine oder andere gesehen hat, dass ich nicht easy bin. Kannst ja gerne auch mal in den Kommentaren schreiben, ob es dir aufgefallen ist. Auf jeden Fall an dieser Stelle, wir würden uns, wie gesagt, über einen Daumen nach oben freuen.
Abonniert den Kanal, falls du dies noch nicht getan hast. Aktiviert die Glocke auch gerne, um keins unserer Videos zu verpassen. Und beim nächsten Video ist Easy wieder hier oder ich bin es. Es bleibt vielleicht ein kleines Rätsel. Ich würde aber trotzdem sagen, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eure Naschali.